Alles klar, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit mir, dem Mad King. In der letzten Folge haben wir uns mit einem gewissen Sith angelegt, der jetzt ein Wüstenduell mit uns haben will. Und wir müssen noch bei dem Typen bei dem SED-Frontaußenposten vorbeischauen. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ich mir jetzt das andere geile Lichtschwert geholt habe. Die besten Lichtschwerter, die es hier zu finden gibt anscheinend auf diesem Planeten hier. Geben richtig viel Stärke und so weiter, aber der Nachteil ist, da ich jetzt T7 auch noch eine geile Waffe gekauft habe. Oh, T7. Passt auf euch auf. Moment. Hier so ein geiles Blasterteil. Habe ich jetzt kein Geld mehr. Ich habe jetzt nur noch 745 Credits. ob ich damit überleben kann in dieser rauen Welt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir uns auf den Weg machen zu diesen beiden Posten, beziehungsweise zu den beiden Quests. Ob ich jetzt zuerst zum Wüstenduell gehe oder zuerst zu diesen Typen hier, weiß ich nicht genau, mal schauen. Aber ihr könnt ja in der Zwischenzeit erstmal die Landschaft hier genießen. Oh, sieht echt wunderklasse aus hier. Nein, wunderschön natürlich. Oh, ich fühle mich wie auf Tatooine. Nein, wir sind ja nicht auf Tatooine. Nein, ich meine wie wirklich hier. Das sieht echt genial aus, die Landschaft. Wie im Film. Genial. Was ist das denn? Wow. Monströser Raid. Wow, weg damit. Weg hier, schnell. Oder warte mal, ich könnte mal T7 testen. Moment. Können wir mal T7 testen mit seiner neuen Waffe, ob er das hier schafft? Naja. Ich weiß nicht genau. Könnt es von mir aus mal ausprobieren. Jetzt kein Ding hier. Na komm, du dreckiges Mistvieh, du. Oh, leider keinen Knaufschlag, den ich benutzen kann. Aber Meisterschlag, jetzt komm. Und flap, flap, flap. Na komm hier, Riposte und den Klingensturm war das. Hier wird ja gar nichts mehr angezeigt, Mensch. T7, hauen wir jetzt mal ordentlich mal einen drauf. Nee, schieß mal ein bisschen fester. Schieß mal ein bisschen fester. Eieiei, ich bin mal heute wieder witzig. Ah, einfach Schlag und nochmal hier Klingensturm, dann wäre es das. Jawohl. Super T7, also. Ich glaube, der Blaster tut dir richtig gut. Hast zwar ein bisschen was abbekommen, aber das ist ja deine Aufgabe. Alles klar, dann geht's auch direkt weiter. Hier in die Schlucht hier rein wahrscheinlich. Da ist eine Schlucht hier, ja. Vom einen Gebiet ins andere zu kommen. Spähposten, was ist das denn für ein Posten? Oh nein, jetzt kriegen wir auch noch ein paar Quests hier. Oh nein. Wollen wir die wirklich annehmen hier? Von irgendeinem Dunbar Hui, der hier einfach rumgammelt. Naja, gut. Können uns mal seine Geschichte anhören. Was hast du auf dem Herzen, mein Junge? Edi, ihr seid die Antwort auf meine Gebete. Ich habe alles verloren. Meine Tochter. Bitte, habt ein Herz. Helft mir. Helft euch selbst. Wobei soll ich euch denn helfen? Nochmal von vorn und etwas langsamer, bitte. Das ist meine Farm. Gestern hatten wir noch ein Dutzend Droiden und 15 Arbeiter, die genug Feuchtigkeit für halb Anchorhead gesammelt haben. Heute ist alles weg. Die Piraten haben alles zerstört. Sie nahmen die Droiden mit, die Erntemaschinen. Und als das nicht reichte, nahmen sie Sklaven. Meine Tochter. Alle Frauen hier, die Frauen und Kinder meiner Nachbarn. Die Piraten haben sie fortgetrieben, wie Vieh. Ich bringe sie euch zurück. Kein Mann und keine Frau sollte je in Knechtschaft leben müssen. Ihr seid so, wie ein Jedi sein sollte. Wenn ihr sagt, dass meine Lila zu mir zurückkommt, dann glaube ich euch. Ich wünschte, ich könnte euch helfen und wüsste mehr. Ich dachte immer, wenn ich die Räuber ignoriere, ignorieren sie mich auch. Ich kann euch sagen, wo dieser Abschaum Rast macht. Ich bete, dass meine Lila noch dort ist. Jo, setz dich mal hin und bete weiter. Von mir aus kannst du verschmoren. Nein, ach. Da unten sind die, ja, da wollen wir aber überhaupt gar nicht hin. Ach, das ist auch noch Helden 4, ja, Helden 4. Ja, ich habe auch so viel Lust, auf irgendwelche Deppen zu warten, die hier rumgammeln, die gleiche Quest machen wollen. Ich nehme diese Quest mal eben an und dann schauen wir mal weiter. Ich wünsche euch einen guten Tag.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Jahrzehnt noch einen ehrbaren Jedi erblicken würde. Ich bin Trena Reves, Sonderbotschafter der Galaktischen Republik auf Tatooine. Darf ich hoffen, dass auch ihr im Dienste der Republik hier seid? Klar. Braucht die Republik bei irgendetwas meine Hilfe? Das will ich meinen, ja. Ich bin hier, um die Stimmen der Landbevölkerung für die Republik zu gewinnen, indem ich ihnen unsere Technologie zur Sicherung der Siedlungen anbiete. Aber es gab Komplikationen. Oh oh, was ist denn los? Das klingt bedrohlich. Ich wollte wirklich helfen. Ich habe Perimetersensoren, die spezielle Lebensformen erkennen. Damit können sich die Siedler gegen Raids, Sandleute und dergleichen verteidigen. Leider wurden bei dem Versuch, die Sensoren zu platzieren, verschiedene Anwohner getötet. Von Raids, Sandleuten und dergleichen. Und jetzt? Nun, sie wollen mich für diese Todesfälle verantwortlich machen, wenn ich mich nicht um die Sensoren kümmere. Ah, was machst du denn für einen Scheiß? Oh Mann, aber na gut. Wofür bin ich denn wohl da? Es ist eine würdige Sache, diese Leute zu beschützen. Ganz gleich, ob es formell unsere Verbündeten sind oder nicht. Ein guter Punkt, Jedi. Entschuldigt, dass ich so eigennützig wirke. Die Einheimischen haben alle zugestimmt, dass die größeren Felsformationen der beste Ort für die Sensoren sind. Dort sollten sie länger halten. Hier ist alles, was ich habe. Wenn ihr sie zum Laufen bringt, dann sehen die Leute vielleicht, dass ihr Wohl der Republik am Herzen liegt. Alles klar, das können wir mal machen. Oh, hier haben wir einen Eintrag von den Sandleuten. Was ist das denn für einer? Uiuiui. Sandleute sind eine gewalttätige, fremdenfeindliche Spezies von Tatooine. Etwas förmlicher nennt man sie auch die Gorfer. Die nomadischen Sandleute, die vor allem in den endlosen Wüsten und Schluchten Tatooines zu Hause sind, überleben durch Jagdüberfälle auf größere Siedlungen sowie Aufzucht von Bantas als Quelle für Nahrung. Bla bla bla, bla bla bla. Entblößte Haut zu zeigen, hüllen sich in Stoff und so weiter, könnt ihr euch durchlesen. Ich kenne mich mit den Sandleuten eigentlich so genug aus. Oh, hier müssen wir diese Perimeter-Scheiße platzieren. Perimeter. Sonderbotschaft, ist das hier Sonderbotschaft? Moment, ich schau mal im Inventar, Missionsgegenstände. Ah, hier sind die. Oh, jetzt werde ich angerufen, das ist schön. Ah, es gibt schön Kartoffeln mit Braten und so und Soße bei meiner Oma. Deswegen mal eben ganz schnell hier die Sensoren noch platzieren. Aber ich kapiere nicht, wo wir die jetzt platzieren sollen. Bei der Felsformation, das ist was, das war mir schon klar, aber... Können wir die einfach hier hinsetzen oder was? Kapiere ich nicht so ganz. Ja. Da gibt es ja irgendwelche Felsen, die wir hier ansteuern können und... Ah, ein paar Kristalle. Ja, wunderschön. Ein paar Felsen, die wir anklicken können oder sowas. Kapiere ich gerade nicht wirklich. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Moment, ich lese mir nochmal ganz kurz die Quest durch. Platziere die Sensoren im Felsformation bei der Chuaro-Farm in der nördlichen Jundlandwüste. Ach toll! Was geht denn ab hier, hä? Verarschen da was? Knaufschlag, Junge. Bam! Oh, jetzt muss ich noch ein paar Sonderleute hier meucheln in der Bonus-Quest. Gut, ich habe gesagt, ich bin in 10 Minuten da. Also kann ich noch ganz kurz hier mit euch ein paar Sonderleute meucheln. Da muss ich mal ganz kurz... aufhören aufzunehmen. Oh, eine Auszeichnung. Wunderschön. Ja, aber welche Felsformation meint denn der Sack? Ey, das ist ja unglaublich. Wieso kann man das denn nicht eingrenzen? Meine Fresse. Unglaublich. Wenn ich jetzt hier nicht auf irgendwelche Felsformationen treffe, die ich anklicken kann, dann verpiesel ich mich einfach. Der will auch Stress, ne? Krieg gleich auch aufs Maul, Junge. Warte mal, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ah. Star Wars Episode 2, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Bin mir gerade nicht sicher. Kann sein, dass das in der Arena da war. Nein. Oder doch? Nein. Verdammt nochmal. Ich muss mir Star Wars mal wieder neu angucken. Das ist ja unglaublich, wie viel ich vergessen habe. Uiuiui. Uiuiui. Ja, anscheinend gibt es hier auch noch ein paar Quests. Ich lasse erstmal die hier außen vor, weil die ja auch in Richtung Süden führt. Diese Questreihe bei diesem komischen Hof hier. Oh, wir können uns mal ein neues... neuen Terminal zuweisen. Oh, und das können wir auch noch aktivieren. Und wir können auch bei eben hier bei diesem Typen eine komische Quest annehmen. Mal gucken, was da hier was der hier für eine Quest hat.
Inik Maraka, Nayanaram, Kam Kalu Amkamanik. Ist doch okay. Sandleute machen sowas halt. Und werden wahrscheinlich auch nie aufhören. Ich frage trotzdem mal, was sind Sandleute? Ich befürchte, ich habe den Faden verloren. Imka Nayanugan. Kinim Nayalak Umnug Mege. Ambon, Jirami Nika Pulu Kemgan. Inik Maraka, Nayanaram, Kam Kalu Amkamanik. Habt Geduld, ich bin. Oh ne, ich frag mich mal, was er damit will, hm? Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr mit ein paar Kanonen von Sandleuten wollt. Seid ihr ein Sammler? Mami Levik Bakmanuk, Maraka Naja Ki Namya Bamiak. Inik Maraka, Nayanaram, Kam Kalu Amkamanik. Okay, das können wir gerne machen. Aber natürlich dann gleich. Ich gucke jetzt noch ganz kurz, wo wir jetzt hin müssen. Ah, da vorne ist das Hauptquartier von den Typen. Und auf dem Weg zum Wüstenduell können wir uns dann den Sandleuten mit den Sandleuten beschäftigen. Das ist ja passend, echt super klasse. Gut, dann würde ich sagen, schneide ich hier und dann sehen wir uns bei unseren beiden Freunden Fowler und diesem einen Typen da wieder. Ja, hier heißt der Fowler und... Ne, keine Ahnung, wie der andere heißt. Auf jeden Fall bis... Oh, hier müssen wir gar nicht her. Bis gleich. Alles klar, Leute. Schicke Bude hier. Da haben sich mal ein nettes Häuschen ausgesucht hier. Was hast du zu sagen, Tier 7? Tier 7 erleichtert, drin zu sein. Sand von Tatooine gleich schlecht für Schaltkreise. Ja gut, das kann ich verstehen. So, Fowler, was gibt's denn Neues hier? Die Landschaft, Camus. Die wenigsten kommen jemals an solch einen Ort. Es ist furchtbar dort. Kein Wunder, dass die Cherka Corporation ihre Basis am Dünenmeer errichtet hat. Dort würde nie freiwillig jemand suchen. Er wird sich dran gewöhnen. Wie war euer Besuch beim alten Gromik? Produktiv, ja genau. Seht euch an, was ich gefunden habe. Dies sind die offiziellen Cherka-Aufzeichnungen aus der geheimen Waffenabteilung 7. Baupläne, Übersichtskarten. Gromik war ja bestens ausgestattet. Bleibt hier. Ich denke, wir werden euch brauchen. In Ordnung. Mit diesen Karten sollten wir die grobe Position der Basis bestimmen können. Das Problem ist, dass die Dünen in den letzten paar Jahrzehnten gewandert sind. Wir brauchen Geodaten, um die genaue Position zu bestimmen. Ah, toll, ey. Und wie machen wir das? Wie werden diese Geodaten ermittelt? Theoretisch sind die Daten nicht schwer zu beschaffen. Ich kann euch einen Felsscanner geben, der sich in den Sand bohrt und uns den Weg zeigt. Aber große Teile dieses Gebiets sind unerforscht. Es gibt Gerüchte über Ansiedlungen von Sandleuten und Crate-Drachen von der Größe eines Raumschiffs. Ah, Crate-Drachen, ja. Schaffe ich aber schon. Irgendjemand muss es tun. Und ich bin für die Aufgabe am besten geeignet. Dem kann ich nicht widersprechen. Wenn ihr an ein paar Orten Daten erfasst, kann ich die Position der Basis ermitteln. Kommt zurück, wenn ihr fertig seid. Lasst euch Zeit und seid vorsichtig. Naja, also Zeit lassen, das ist jetzt auch ein hartes Wort. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Oh, was haben wir denn hier? Neue Rüstung für Kira. Oder eine neue Druidenrüstung für T7. Oh, die ist sogar besser. Die macht 26 mehr Rüstung, aber T7 könnte vielleicht doch noch was gebrauchen. Oder nee, warte mal. Ah, wir können den Rechten da auch noch austauschen. Das wäre dann 53 Rüstung. Aha, ja gut. Ich glaube, das nehme ich hier. Rüstet T7 direkt damit dem Tal aus. Das wäre jetzt welcher Kern? Der RD5-Kern, okay. RD5. Das ist 6, das ist 5. 5, okay. Dann tauschen wir mal den 5-Kern gegen den 3-Kern aus und haben es. Ja, alles klar. Wunderbar. Ich kann nicht so lange so einen verdammten Akzent machen. Hey, hier sind ja sogar Typen hier, die sie bewachen. Das ist ja klasse. Das habe ich ja gar nicht gesehen am Anfang. Nur hier sind vor dem Haus noch ein paar Leute, die uns irgendeine Quest aufs Auge drücken wollen. Wie er hier zum Beispiel. Weiß nicht, was ich tun soll, Tom. Sie haben mich. Aber du bist ein Held, Ray. Wir haben nur so lange durchgehalten, weil du uns die Vorräte beschafft hast. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Es ist aus, Tom.
Ich konnte nicht einmal meine Liebsten beschützen. Ich bin bloß ein Dieb, kein Held. Da, ein Jedi. Ein Jedi würde nie zulassen, dass gemeine Piraten seine Liebsten entführen. Das sind wahre Helden, was im Gegensatz zu mir. Was ist geschehen? Befinden sich etwa Leute in Gefahr? Ja. Und ich kann nichts für sie tun. Gar nichts. Die Piraten denken, nur weil Tatooine etwas abgelegen ist, können sie hier machen, was sie wollen. Sie morden, plündern, brennen alles nieder. Race war der Erste, der sich gewehrt hat. Ich habe nur zurückgeholt, was sie geklaut hatten. Und als diese Mistkerle merkten, dass sie mich nicht erwischen können, haben sie sich meine Liebsten geschnappt. Ich kann das Lösegeld nicht zahlen. Und ein Rettungsversuch wäre Selbstmord. Ein feiner Held bin ich. Ach, kein Problem. Überlass das mir. Ich bringe euch eure Liebsten zurück. Das ist meine Pflicht als Jedi. Oh, perfekt! Wenn ihr Race helft, wären wir euch unendlich dankbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke sehr. Bitte, passt auf, dass sie nicht zu Schaden kommen. Und diese Mistkerle sollen bezahlen. Ach klar, kein Problem. Dafür bin ich ja da. Als ob ich auch nichts anderes zu tun hätte. Hier vorne ist auch noch irgendeiner. Aha, oh, so ein fetter Twi'lek. Was will der denn hier? Bürgermeister? Oh. Was will denn der Bürgermeister von uns? Kuntachuta. Kasuyali Kulira. Kanki Kung. Tuchusa Yomata Chitoya. Namka Noya Choski Nawi. Chobet I Kafstu an. Dile Jihulo Kuta. Okay. Kann ich helfen? Ich sehe nicht tatenlos zu, wenn Verbrecher eure Bürger um ihre Jobs bringen. Makinza li kakava dumpastuba. Taus azulas uvaltung michakulka dimaji. Imache churon chika jiliska chanaga. Ihr habt mein Wort. Gut, dann verstehen wir uns. Uwana wada blota wijawa. O Wamawanka Matuske. Chonki Faguta, Chiho Podaji Oto Vokise. Wantahumpa, Muri Rava Fupa Jibampa Wula. Klar, no problemo, solange es keine Helden 4 oder Helden 2 Mission ist. Ja, okay, Mission Helden 2 ist natürlich jetzt schon ein bisschen scheiße. Wie gesagt, der Grund dafür, dass ich solche Quests nicht annehme, ist, oder nicht mache, weil es einfach zu lange dauert, nach irgendwelchen Leuten zu suchen, selbst mit dem Questfinder, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkomme. Was machen wir denn jetzt? Wo müssen wir hin? Wir können uns direkt zum Wüstenduell begeben, oder wir können erstmal so ein paar Umwege machen und, die Geodaten bestimmen und so weiter. Aber ich schätze mal, das Wüstenduell, da sind schon alle heiß drauf, also ich auf jeden Fall. Deswegen wollen wir einfach mal dahin fliegen. Wir müssen jetzt hier hoch. Das ist ja echt geniales Gebiet hier. So. Mitten in den Steinen hier. Uiuiui. Im Gebirge. Oh, hi. Alles klar? Und aus dem Maul oder was? Bam. Vom Knauf, ey. Ja. Oh, ein verdammter Druide. Der kriegt sie jetzt. Fress den hier. Los. Bam. Bam. Was ist das? Soldatphase? Okay, da können wir nicht hin. Yeah, yeah, komm. Jetzt kriegst du meine Double-Lichtschwerter. Die besten, die es hier gibt. Oh ja, ich bin echt... Finde ich echt super, dass ich mir das Geld genommen habe und die gekauft habe. Ich habe jetzt schon wieder 1000, aber trotzdem, knapp 2000 Credits. Trotzdem ziemlich heftig, wie viel Geld ich da ausgeben musste. So, wir schleichen uns einfach mal an den vorbei. Und da vorne ist das Wüstenduell, habe ich gesehen. Hier gibt es anscheinend viele Höhlen, wo die verschiedenen Klassen... Quests aufgeteilt wurden oder drauf aufgeteilt wurden. Ladida, ladida. Dann nur noch rechts abbiegen und dann sind wir auch da. Oder. Da hinten ist so ein Riesig. Okay. Jawohl. Wo ist der verdammte Sith, ey? Dem quetsche ich dann seine Eier ein. Alter. Na gut, er war ja eigentlich noch. Okay, ne? So wie ich das verstanden habe. Und ach, das ist gar keine Höhle, das ist nur ein Durchgang. Okay. Dann findet das Duell auf dem... Oh, das sieht ja geil aus. Das ist ja perfekt für ein Duell gemacht hier.
Oh, mega geil, ey. Guckt euch mal die Location an. Guckt euch die Location an. Oh, wird sowas von sterben. Okay, jetzt darf ich natürlich auch nicht in die der dunklen Seite verfallen. Ach, ich finde die Location so cool. Und hört mal. Hört mal. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das war Soundtrack Knights of the Old Republic 1 oder 2. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwo schon mal gehört habe. Im Menü sei es im Menü oder in der so einer bösen Akademie. Aber jetzt stellen wir uns erstmal dem Lord Praven. Ahaha, das wird spaßig. Ich spüre eure Stärke. Jetzt verstehe ich, warum Tarnis euch nicht gewachsen war. Sein Tod war mein Fehler. Ich hätte ihn mehr trainieren müssen. Wie? Du bist der Meister von wem? Tarnis? Wer war das nochmal? Ach, ich kann mich an keine Tiss erinnern, die ich besiegt habe. Nur an die, die ich noch töten muss. So. Ist halt anders, als ich erwartet hatte. Die anderen Sith, gegen die ich gekämpft habe, waren voller Hass und Arroganz. In euch spüre ich Bedauern. Ich entstamme einer reinen Sith-Familie. Meine einzigen Gefühle sind Anstand und Ehre. Ich begrüße das Ende der Jedi. Die Besessenheit von der Auslöschung meines Volkes muss enden. Eure Gier nach Rache wird diese Galaxis zerstören. Macht überreden, vertraut mir, als ob das bei dem klappen würde. Die Jedi wollen keine Rache. Was man euch auch über uns erzählt hat, es ist gelogen. Wir würden den Kampf nur zu gerne einstellen, wenn das wahren Frieden bedeuten würde. Das würde ich euch gerne glauben. Aber ich weiß es besser. Kommt, beenden wir es. Sterbt friedlich, Jedi. Willst du aufs Maul? Okay, kannst du gerne haben, Junge. Meine Fresse, will er sich hier mal anlegen, ey, der kleine Pfiff hier. Los, Tier 7, machen Platz. Meisterschlag, yeah. Oh, was hat er für geile Kräfte drauf? Ach, der Scheiße, Mann. Das hat Tier 7 in Ruhe, Junge. Heftig, Alter. Das geht jetzt mal gar nicht klar. Ich muss ihn mal eben betäuben. Aber nicht mit mir, Freundchen. Oh, scheiße, Mann. Was geht denn hier ab? T7 ist ja gleich wirklich platt, ey. Nein! T7! Wenn du jetzt stirbst... Ah, oh, dieser dreckige Druide, ey. Ich kann mich ja wirklich nur auf mich verlassen. Das ist richtig scheiße. Nee, der boxt mich jetzt hier wieder weg. Aber nein, ich glaube, ich krieg ihn noch. Ja. Den krieg ich! Kautisieren, los! Und Transzendenz? Jawohl. Da habe ich ihn gleich. Machtstärke, Alter. Los. Oh nein, ich wollte eigentlich unbeugsam machen. Scheiße. So, jetzt aber gleich. Na wohl, jetzt komm. Alter, lass mich doch nicht unterkriegen hier. Da muss man Medipack nehmen. Jawohl. Schwertschutz mal eben. Das hier, ja. Gleich habe ich ihn. Kriegt ihn doch noch. Los. Los. Nein. Nein. Was soll denn das? Bist du behindert oder was? Meine Fresse. Junge! Es kann nicht wahr sein. Ich habe T7 die beste Ausrüstung gegeben. Ich habe extra einen verschissenen Blaster ihm gekauft für 12.000 Credits oder so ein Shit. Meine Fresse, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wer mir jetzt hier noch erzählen will, T7 ist ein guter Gefährte, der kann mich mal am Anus lecken. Also... Nicht ernst gemeint, aber trotzdem. Zurück. Kira, jetzt machen wir nochmal ordentlich Platz. Show me your moves, also bitte. Geht ja mal gar nicht klar, ey. Ich kicke hier noch die Kretze, meine Fresse. Und er hat unbeugsam natürlich die ganze Zeit aktiv, ne? Das ist ja richtig pervers. Ich warte noch, bis man hier das Medipack wieder benutzen kann. Ich habe leider keine Stärke-Stims dabei, fällt mir gerade auf. Aber mit Kira an meiner Seite machen wir das hier schon. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Ne, ich glaube, Kira macht das schon hier so. Ohne dass ich sie einweise. Okay, dann machen wir direkt zurechtweisen und dann gibt's ordentlich Kloppe. Du dreckiger Sack, ey.
Auch mit deiner Scheiße hier, du. Dreckiger Mongo, ey. Los, gib ihm Kira, los! So, ich geh mal hier ein bisschen weg. Das ist mir ein bisschen zu crazy, was er hier für ein Scheiße macht. Kira, los, gib ihm! Ah, nein, das bin ich. Fuck. Kira, los, gib ihm doch mal. Jetzt kann ich die ganze Zeit irgendwelche alles hier auf mich nehmen. Scheiße, Mann, scheiße. Kira, los, gib ihm doch mal. Ich bin gleich tot. Verdammt nochmal. Nein! Wie geht denn das? Verarschen oder was? Gott, nein, das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Wieso kann ich hier nicht meucheln? Ich habe mir extra extra neues Lichtschwert gekauft. T7, ich probier's nochmal mit T7. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Also, so, wenn dieser dreckige Sack jetzt nicht abkratzt, ich habe jetzt natürlich erst nicht Macht rufen, das ist jetzt scheiße, dann gibt's ordentlich Kloppe, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, ich kann hier die Geomesswerte vermessen, das ist ja geil. Cool. Mach ich mal. Na, toll. Das ist ja wohl... Ja, okay. Okay, wie wäre denn die Taktik? Okay, ich muss mich schützen, aber nein, T7 wird ja erst gemeuchelt. Also müsste ich zuerst auf Zen machen, also ein bisschen mehr Angriff. Ich mache schon mal Machtstärke dran. Ich habe gerade momentan nicht so viel Fokus, also glaube ich, greife ich einfach erstmal an und dann jucken wir mal. Sprechen wir mal noch ein bisschen hier. Na komm, du Dreckiger. Alter, lass den Scheiß mal. Er absorbiert einfach meinen Machtstasis. Was soll das denn hier? Verarsch mich doch nicht. Alter. Das kann es ja wohl nicht wahr sein, oder? Junge, Junge. Oh, Splittergranate, Alter. Los. Jawohl. Jetzt muss ich mir natürlich etwas schützen. Mal gucken, ob ich noch Zen aktiviert bekomme. Um den letzten Blow zu geben. Alter, lass den Scheiß mal hier, du. Dieser Sack, ey. Kauf es hier, los. Gib ihm doch, los. Jawohl. Es klappt doch, ja. Welche Fähigkeiten. Welche Stärke. Beeindruckend. Ihr könnt mich töten. Warum zögert ihr? Damit ich euch die helle Seite zeigen kann. Weil ihr kein Mörder seid. Weil ihr kein Mörder seid, oder? Naja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Moment. Weil ihr kein Mörder seid, oder damit ich euch die helle Seite zeigen kann? Damit ich euch die helle Seite zeigen kann, ja. Die dunkle Seite lebt von Lügen und Hass. Die helle Seite dient der Ehre und Wahrheit. Wir haben mehr gemeinsam, als ihr denkt. Jedi und Sith haben gar nichts gemeinsam. Darth Angral hat mir befohlen, den Code der Schocktrommel zu vernichten. Er wollte, dass ihr kläglich sterbt. Ganz egal, wie dieser Kampf hier ausgeht. Ich werde meine Ehre nicht durch billige Tricks beflecken. Ihr habt etwas Besseres verdient. Der Code gehört euch. Ich töte euch trotzdem, nein. ihr widersetzt euch Angral. Warum stellt ihr euch gegen euren Meister? Ich diene einer höheren Autorität als der irgendeines Meisters. Ein Jedi könnte das nicht verstehen. Darth Angral hat befohlen, dass Meisterin Kivix vor ihrem Tod leiden muss. Ich wünschte, ich hätte diesen Befehl auch missachtet. Wie, was? Die ist doch tot? Nein, die ist doch nicht tot. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Wenn Meisterin Kivix noch am Leben ist, rette ich sie. Ich habe sie bewegungsunfähig bei eurer Waffe zurückgelassen. Wenn es noch nicht geschehen ist, werden die Ultraschallvibrationen sie in Stücke reißen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ihr habt das Duell gewonnen. Tötet mich. Nein, in euch steckt etwas Gutes.
Ihr mögt dem Imperium dienen, aber ich töte euch nicht. Das habt ihr nicht verdient. Dann verlangt es die Ehre, dass ich mich meinem Meister ergebe. Er wird das tun, was ihr nicht könnt. Nein, nehmt die helle Seite an. Die Jedi werden gelehrt, alle Möglichkeiten zu sehen. Ich sehe eine, in der ihr in Ehre weiterlebt. Begebt euch auf den Weg des Lichts. Werdet ein Jedi. Ich? Ein Jedi? Unmöglich. Euer Orden würde mich niemals akzeptieren. Das wird er, ich verspreche es. Jedi glauben an Vergebung, nicht an Hass. Einen Erzfeind ohne Angst in die eigenen Reihen aufnehmen. Das ist Stärke. Ich nehme euer Angebot an. Ja! Ich bin zu stark verwundet, um euch zu helfen. Doch ich werde mich den euren ergeben. Und jetzt beeilt euch. Rettet diesen Planeten. Jawohl! Ach, leck mich doch. Wer ruft denn jetzt hier an? Stopp nochmal. Dreckige Umfragen, ey, da freue ich mich gerade, dass wir einen Sith zur hellen Seite bekehren konnten. Oh, geil. Auf diesem geilen Schlachtfeld. Boah, drei Versuche, Jungs. Drei Versuche oder Mädels, wie auch immer. Weiß ja nicht, wie viele Mädels hier zuschauen. Ah, wunderschön. Ich will mich mal eben heilen. T7, oh, ich glaube, du hast doch noch eine Chance verdient. Ich glaube, wir müssen erstmal die geilste Rüstung dir geben, die es gibt. Kaufen? Weiß ich nicht. Ich schau mal nach, ob ich irgendwie noch ein paar geile Sachen für dich holen kann, aber ich habe momentan eh kein Geld. Scheiße, Mann. Wieso habe ich kein Geld? ja, reden wir erstmal mit der Seismologin wahrscheinlich. Sith hat den Deaktivierungscode der Schocktrommel geändert, aber ich habe einen neuen. Ich bin auf dem Weg. Ihr seid noch nicht da? Brick und seine Familie sind in großer Gefahr. Sie sind ihren Droiden zum Minenkomplex gefolgt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollten euch unbedingt helfen. Brick hat gerade einen Notruf geschickt. Er sagt, dass ein Sanddämon bei der Mine ist. Das Ding greift sie an. Was? Ein Kraytrache? Das wäre geil. Ist das eine Kreatur? Diese Bestie von Haupttier ist das einzige Wesen hier, das Kraytdrachen jagt. Und die sind riesig. Brick hat keine Chance. Bitte, ihr dürft nicht zulassen, dass Brick und seiner Familie etwas passiert. Rettet sie und stoppt die Schocktrommel. Beeilt euch! Warte mal, warte mal, warte mal. Ein Ding, das Kraytdrachen jagt? Wollen wir wohl auf den Arm nehmen, oder? Ah, wieder was Neues für T7. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es gibt doch nichts... Oder wartet mal. Ein Ding, das die Kraytdrachen jagt. Das ist ja mal crazy. Wie geht denn der Scheiß? Meine Fresse. So, was müssen wir hier ersetzen? Der RD6-Kern. RD6. Der RD6-Kern ist der. Gut, ausgetauscht. Wunderbärchen. Alles klar, wo ist denn der Minenkomplex? Da gucken wir uns mal. Gucke ich mir eben die Karte an. Das wäre natürlich hier hinten, Höhle des Sanddämons. Ein Sanddämon, was ist denn ein Sanddämon? Da bin ich mal gespannt. Und hier vorne, ach, das ist erst da hinten, ah, okay. Dünenmeer, gruselig, gruselig. Ich schätze mal, ich werde hier mal ganz kurz schneiden und dann sehen wir uns vor der Höhle wieder. Je nachdem, vielleicht auch im nächsten Part, weil ich schau mal einfach, wie weit ich, oder wie lange ich aufgenommen habe. Oh nein, das passt gerade. Ich habe auf jeden Fall 33 Minuten aufgenommen ungefähr. Und ja, ich schätze mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dort werden wir... das Geile ist, die Hauptstory kommt dann immer am Ende des Parts. Das ist wunderbar, das ist richtig geil. Erstmal zum Auftakt werden wir dann uns dem Diebstahl mit Folgen widmen. Das ist hier diese eine Quest mit... ach, wo wir die Liebsten von diesem einen Dieb da holen. Dann werden wir die Sandleute ausrauben, dann noch ein paar Geodaten sammeln und dann werden wir uns aufmachen zur Höhle des Sanddämons. Oh, oh, das wird geil. Ein Ding, das Kraytdrachen meuchelt. Das ist unglaublich groß. Kraytdrache ist schon unglaublich groß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie groß ein Sanddämon sein muss. Ja, auf jeden Fall. Ich bin der Endking. Wir spielen Star Wars The Old Republic. Wenn euch der Part gefallen hat, drückt auf Gefällt mir. Das fände ich echt super. Und bis zur nächsten Folge immer schön geschmeidig bleiben. Tschüssi.